Erster Spieltag, los geht's! Tabellenführer, wir werden heuer Meister! Frankfurt! Oh-oh. Hilfe! Na, keine Sorge, der will nur spielen! Ich höre schon die Champions-League-Hymne. Bayern-Bonus kickt auch wieder mies. Nice. Ja, der Start war trotzdem für den Arsch. Yeah. Naja, sind ja noch 33 Spieltage. Was war eigentlich dein Highlight vom ersten Spieltag? Zweiter Spieltag, wer will loslegen? Wir sind Tabellenführer, woo! Oh, wir leider nicht mehr. Weil ihr gegen den Leipzig-Express verloren habt. Tschu-tschu. Und ihr habt letzte Woche gegen uns verloren. Ja, und Mainz, ihr habt gegen uns verloren. Wir haben Kohle. Ja. Und 0 Punkte. Puh, wichtiger Sieg. Wie hat der BVB gespielt? Themenwechsel, Gladbach ist auch mies. Ja, wir haben nur ein schweres Startprogramm. Danach wird's leichter. Ja, das haben wir letzte Saison auch gesagt, Gladbach. Ja, sorry Leute, der Schlingel ist mir entwischt. So, zurück jetzt. Was war dein Highlight an Spieltag 2? Dritter Spieltag. Gut, kick ihr Luschen. Die Wölfe sind auf Platz 1. Au! Wir haben immer noch Kohle. Und immer noch 0 Punkte. Der Fußball ist ein einfacher Sport. 22 Spieler jagen 90 Minuten einem Ball nach und am Ende gewinnt das Team mit Erling Haaland. Ey Dortmund, wie du dir nach diesem glücklichen Sieg schon wieder Hoffnungen machst, ne? Ach, für uns war's das schon mit der Meisterschaft. Nach Spieltag 3. Läuft. Was ist eigentlich mit Gladbach? Ja, wir haben nur ein schweres Startprogramm. Danach wird's leichter. Digga, ihr habt gegen Union verloren. Gladbach ist ein Abstiegskandidat. Halt's Maul, wir steigen nicht ab. Was war dein Highlight an Spieltag 3? Spieltag 4! Stadionbier! Da gewinnt ihr mal ein Spiel und feiert, als hättet ihr die Champions League gewonnen, ne? Ach, Champions League. Die gewinnen wir auch bald. Na klar, Hertha. Wir haben endlich die Siegermentalität. Dreimal geführt und trotzdem verloren. Dagegen hilft nicht mal Bepanthensalbe. Ja, die Wölfe führen immer noch das Rudel an. Au! Ja, wir sind euch auf den Fersen. Wir, ja, kein Plan, was wir machen. Lol. Na, dann noch Augsburg, bitte. Warum Augsburg? Weil die mir ein Trikot zur Verfügung gestellt haben. Augsburg, Digga. Ehrenaktion. Danke, danke. Und was war euer Highlight an Spieltag 4? Fünfter Spieltag! Was eine langweilige Konferenz, Digga. Bitte, was heißt hier langweilig? 7:0. Hey Bochum, das Schalke-Package gebucht, oder was? Maul halten, Fürth. Am Freitag kassiert ihr gegen die Bayern zweistellig. Trikot gesponsert, Sieg gesichert. Läuft. Wir verteilen die Geschenke heuer vor Weihnachten. Kacksaison. Punkt aus Ende. Volle Zustimmung, Frankfurt. Ist echt kacke. Ja, wieder 3 Punkte. Stabil. Immer noch vor euch. Stabil. Und was sagt ihr zu Spieltag 5? Stabil? Alter, die Zeit vergeht. 6. Spieltag. Hey Dortmund. Ja? Dieses Jahr schlagen wir die Bayern. Und dann so peinlich gegen Gladbach verlieren, Digga. Wolfsburg, ihr wart am Samstag aber auch mehr zahmes Kätzchen als böser Wolf, ne? Es gibt nur eine Borussia. Wir nennen uns jetzt um in 1:1 Tracht Frankfurt. Mann, ey. Ja, wieder gewonnen. Und du, Hertha? Einfach mal die Fresse halten, Union, ja? 6:0, mal wieder ganz großes Tennis von uns. Und? Was war dein Highlight am 6. Spieltag? 7. Spieltag! Wir haben die Bayern geschlagen! Kannst du mich ausreden lassen, Frankfurt? Nix da! Heute ist uns alles wurscht! Wir haben die Bayern geschlagen! Sau geil, Frankfurt! Na und? Wir sind immer noch Erster und ihr gerade mal 2 Punkte vor der Hertha, Frankfurt. Ah ja, apropos Hertha, wie haben die gespielt? Euch macht das echt Spaß, mich zu verarschen, oder? Also, uns auf jeden Fall. Freiburg? Hm? Was machst du da? Nix. Versuchst du gerade heimlich in die Champions League zu kommen? Nein. Freiburg. Ja, okay. Wir sind ja auch immerhin Vierter. Und wir Zweiter. Punktgleich mit Bayern. Ja, vielleicht wird's diese Saison doch mal spannend. Ja, komm. Das glaubst du doch selber nicht. Nein, aber irgendwie muss man den anderen Clubs ja Hoffnung machen. Achter Spieltag, was war... Wir haben die Eintracht geschlagen. Lass mich ausreden, Hertha. Nix da, wir haben den Bayern-Bezwinger bezwungen. Ey, ihr denkt auch echt immer noch, ihr werdet Meister, ne? Ja, na klar. Digga, ihr seid gerade mal 3 Punkte vor dem Relegationsplatz. So, ich wollte mich nur kurz verabschieden. Was los, Fürth? Du gehst schon? Ja, hab gegen Bochum verloren. Gegen wen soll ich jetzt noch Punkte holen? Naja, gute Frage. Trotzdem, danke fürs Mitmachen, Fürth. Keine Ursache. Ciao, ciao. Lockerer Pflichtsieg.
Wie haben die Bayern gespielt? 5-2. Na komm, Bayern, können wir es einfach gut sein lassen? Okay, Leverkusen. Ich danke dir. 5-1 haben wir die Pillendreher verkloppt. Arsch. Was macht eigentlich Freiburg? Na was wohl, weiterhin ungeschlagen. Aha. Und die Wölfe? Zum dritten Mal in Serie verloren. Ah, auf den Spuren des FC Schalke 04, oder was, Wolfsburg? Yay! Okay, was war dein Highlight an Spieltag 8? 9. Spieltag? Wir haben schon wieder gewonnen. Hertha, du sollst mich ausreden lassen. Ja. Wieder mal mit 4 Toren Differenz gewonnen. Check. Immer noch ungeschlagen. Check. Chapeau, Freiburg. Echt stark. Ungeschlagen sein ist doch nicht cool. 4-mal in Serie verlieren, das ist cool. Nur 4-mal. Amateur. Ey, Fürth, ihr werdet einfach weniger Punkte als Schalke letztes Jahr haben, ne? Ja, das ist gut möglich. Und? Sonst noch was passiert? Ja, wir haben auch wieder gewonnen. Echt? Gegen wen? Ja, das wären dann wohl wir. Ey, ihr seid mittendrin im Abstiegskampf Frankfurt, ne? Ja, herzlich willkommen Frankfurt. Nur nicht nervös werden, Eintracht. Keine Sorge, wer die Bayern schlägt, steigt nicht ab. Wer sagt das? Wie, da gibt's doch so eine Regel, oder? Was? Nein. Oh, scheiße. Ich dachte... Oh, oh. Okay, Frankfurt. Was war dein Highlight an Spieltag 9? 10. Spieltag. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Komisch, Bundesliga. Die Hertha hat dich halt gar nicht unterbrochen. Tatsächlich? Was da los? Tja, haben sie wohl wieder verloren. Sag mal, Union, raucht's bei dir? Du hast ja selber 5-2 aufs Maul bekommen. Ja gut, aber weil der Bayern Express wieder rollt. Verdammt richtig, Union. Tschu-tschu. Im Pokal ist der Bayern Express dafür aber eher entgleist. Zeig's ihnen, Dortmund. Leipzig. Kleine Brötchen backen, ja? Was für kleine Brötchen backen? Bin ich Bäcker oder was? Bäcker? Der spielt doch bei uns. Nee, aber als Bäcker könntest du immerhin mal Meister werden. Was? Ach, nichts, Leipzig. Nur weiter so. Sieg gegen die Bayern, Punkt gegen Leipzig. Ich sag's doch, wir gehören zum erweiterten Favoritenkreis. Ja, aber halt auf den Abstieg. Ach komm, Bochum und Augsburg, die pack ich doch mit links. Wir haben am Wochenende Stuttgart 4-1 vermöbelt. Wir sind jetzt punktgleich Frankfurt. Ja, okay, aber Bochum hat verloren, also alles gut. Wir stehen aber sowieso vor euch in der Tabelle. Was? Bochum hat einen Punkt mehr als ihr, Frankfurt. Oh, oh, wir sind jetzt an den Abstiegsgefahr. Ach nee, schön, dass du das jetzt auch bemerkt hast. Und wir sind immer noch ungeschlagen. Oh ja, Freiburg. Und was war dein Highlight an Spieltag 10? 11. Spieltag. Die Last-Minute-Eintracht hat... Moment, Frankfurt. Bevor es losgeht, wollte ich dem BVB noch die Chance geben, von seinen Titelträumen Abschied zu nehmen. Oh, natürlich. Und wir dachten echt, dieses Jahr könnte es soweit sein. Niemals, Dortmund. Wir sind mir und wir sind Meister. Gut, dann wäre das auch geklärt. Frankfurt, jetzt darfst du. Danke. Die Last-Minute-Eintracht hat wieder zugeschlagen. Ja, wie gesagt, wir fahren dann schon langsamer in Richtung zweite Liga. Sollen wir wen mitnehmen? Die Arminia vielleicht? Ja, nee. Wir kommen gerade in Fahrt. Wir haben Stuttgart geschlagen. Stuttgart? Heimlich still und leise in den Abstiegskampf, hä? Ja, läuft irgendwie aktuell etwas in die falsche Richtung. Ach, dranbleiben, Stuttgart. Und was ist mit dem Rest? Modest, entry Modest. Ach, schön. Bei Köln läuft's. Jawollig, Bundesliga Alaf. Boah. Hier stinkt's nach Red Bull. Das ist unser Atem, den ihr im Nacken spürt, Freiburg. Euch hat's wohl die Synapsen verklebt, Leipzig. Nur weil wir jetzt einmal verloren haben. Hey, wir sind nur mehr 4 Punkte hinter euch. Und außerdem... Ja, komm, Leipzig, halt's Maul. Was war dein Highlight an Spieltag 11? Spieltag 12! Die Last-Minute-Eintracht hat's wieder mal geschafft. Frankfurt, Digga, wenn ich rede, hast du Pause! Ach so, ja, sorry, vergessen. Außerdem war's doch gar kein Last-Minute-Sieg, Frankfurt. Und überhaupt, juckt doch niemanden. Die Bayern haben gegen uns verloren. Ja, Mann, Augsburg, so geil, Digga. Ja, super, freut euch nur alle. Wir sind immer noch Tabellenführer. Aber die Meisterschaft wird dieses Jahr spannend. Nein, wird sie nicht. Aber... Nein, Dortmund, wird sie nicht. Leider. Na, ihr werdet's schon noch sehen. Mhm, alles klar, Dortmund. Was ist eigentlich mit dem Berlin-Derby? Na was wohl? Berlin ist eisern. Berlin ist rot. Hertha, was ist los bei euch? Kein Kommentar. Okay, interessiert sowieso niemanden. Fürth, wieder verloren? Ja, na klar. Was frage ich eigentlich? Wir haben übrigens Leipzig geschlagen. Nee, komm, Hoffenheim-Leipzig. Da nehmen wir lieber Werder gegen Schalke mit rein. Ehre, Bundesliga. Freut uns, wieder hier zu sein. Ja, Mann, danke dafür. Keine Ursache, Jungs. Und was war euer Highlight an Spieltag 12? Und kommt mir jetzt nicht mit dem VAR.
13. Spieltag. Was hat Frankfurt gesagt? Ja, das übliche Last-Minute-Eintracht-Gefasel. Oh, und warum hast du ihm den Mund zugeklebt? Damit die Pfeife nicht immer reinschreit. Ganz einfach. Derby-Sieger! Gladbach läuft ja dieses Jahr. Ja, nur halt rückwärts und bergab. Ja gut, aber immerhin läuft. Yay. Bundesliga, wir haben 3 Tore geschossen. Ja hallo, das gibt's auch noch. Erster Sieg, oder was? Nö, 3-6 verloren. Digga, Fürth, ihr werdet Tasmania Berlin 2.0, Mann. 3-1 gegen Wolfsburg, Haaland ist back. Deutscher Meister, let's go. Schnauze Dortmund, wir haben auch gewonnen. Wie immer halt. Freiburg, wie sieht's bei euch aus? Verloren. Echt? Zum 3. Mal in Folge? Ja. Yeah. Nach der ungeschlagenen Serie kommt jetzt die Sieglos-Serie. Boah, Freiburg, meld dich, wenn's 30 Spiele ohne Sieg sind, ja? Gut, noch was Lustiges zum Schluss vielleicht? Leipzig hat's wieder aufs Maul bekommen. Ja, das gefällt mir. Oh, und die Hertha hat einen neuen Trainer. Aha, und was ist daran jetzt so lustig? Naja, wer ist es denn, Hertha? Taifun Korkut. Taifun Korkut? Digga, Hertha. Was? Na komm, egal. Was war dein Highlight an Spieltag 13? 14. Spieltag. Was ist passiert? Wir haben... Ach, wie hoch habt ihr verloren, Fürth? 1-7. Mann, ey, das macht echt depressiv. Aber bei uns sieht's doch gut aus, oder? Auf jeden Fall, Leverkusen. Es riecht nach Champions League. Bei uns auch, Leverkusen. Und wir drödeln da am Tabellenende irgendwo herum. Union, ja, saustark. Leipzig halt eher nicht so. 3 Niederlagen in Serie, Platz 11. Läuft doch. Und was war ein Klassiker? Alles wie immer. Sieg für den FC Bayern. Das war doch Betrug mit dem Schiedsrichter. Vielen Dank auch, Bundesliga. Was kann ich da denn jetzt bitte für Dortmund? Naja, du bist doch... Schnauze, nächstes Spiel. Gladbach, du warst noch nicht dran. Ja, also ich muss heute auch nicht unbedingt. Okay. Warum? Ja, es ist mir halt peinlich, okay? Verstehe ich. 0-6 auf die Fresse bekommen... Es muss wehtun. 0-6? Ja, lecco mio. Und die Last-Minute-Eintracht hat dieses Mal auch nicht zugeschlagen, oder? Ach, leider nicht. Ja, vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ja, mal gucken. Und was war dein Highlight an Spieltag 14?